sind eigentlich zwei Nachrufe. Einmal auf den Rock'n'Roll oder die Popmusik als Vehikel einer emanzipatorischen Botschaft. Der Totenschein ist schon vor 30 Jahren ausgestellt worden von Malcolm McLaren mit dem Great Rock'n'Roll Swindle. Das hat bloß keiner mitbekommen. Das heißt, die Popmusik geistert guten Ton immer noch durch die Welt. Und dieses Zombie-Leben wird auch noch eine Weile dauern. Obwohl, Heino haben wir ja zu verdanken, dass jetzt eigentlich dem Letzten klar sein müsste, dass zwischen dem, was Linke irgendwie für ihre Musik halten und dem, was Rechte für ihre Musik halten, musikalisch eigentlich kein Blatt Papier passt. Ja, und der zweite Nachruf wäre dann die Linkspartei und ihre historischen Vorgänger. Da ist es dann schon noch ein paar Jahrzehnte länger her mit dem Abschied von der emanzipatorischen Botschaft. Naja, also damit beschäftigt sich dieser Text, und damit man die Stelle versteht, wo ich einsteige, muss ich mal ganz an den Anfang gehen, weil der Text fängt an mit einem Zitat von Simon Reynolds. Das ist ein englischer Popkritiker, Autor für den Musical Express, und der ist vor ein paar Wochen hier in Berlin gewesen, sein Buch Retromania vorgestellt und bei der Gelegenheit von der Jungle World interviewt worden. Und in diesem Interview ist folgender Satz zu lesen, also jetzt Zitat Reynolds: Tatsächlich frage ich in meinen pessimistischeren Momenten für meine Generation, ob jeder Antrieb, radikal und revolutionär zu sein, komplett in die Musik umgeleitet wurde. Man konnte einen rebellischen Lifestyle pflegen, aber ohne jemals wirklich kämpfen zu müssen. Jeglicher Antrieb zur Veränderung wurde ins Ästhetische verschoben. Man könnte also vielleicht argumentieren, dass Musik auch eine Ablenkung davon sein kann, die Welt wirklich zu ändern. Ja, so ganz neu ist diese Kritik nicht, aber von jemandem, der sein Leben lang als Pop-Autor unterwegs war, ist das dann schon mal ein sehr ernüchternder Moment. Und dieses Zitat muss ich jetzt vorlesen, weil es hier gleich an der Stelle, wo der Einsteiger nochmal erwähnt wird. Und dieses Kapitel hat wie die anderen auch die meisten anderen einen Songtitel als kleine Überschrift. Und in dem Fall ist es Sag mir, wo du stehst vom Oktoberclub. Das Aufbegehren am Ende der 1970er Jahre dauerte nur kurz. Der Kapitalismus hatte genau das gelernt, was Simon Reynolds im Anfangszitat dämmerte. Protest wurde absorbiert. Aus dem Versuch, eine Gegenkultur zu schaffen, war eine Mitmachökonomie geworden. Es zeigte sich, dass viele Musiker sich nur so lange einer emanzipatorischen Politik verpflichtet fühlten, um dort das größere Publikum zu finden war. Seitdem sich die politischen Koordinaten in die Mitte und nach rechts verschoben haben und dort der einzige in Deutschland noch boomende Musikmarkt zu sein scheint, machen Udo Lindenberg und andere gemeinsam mit Johannes Jesters und Jonathan Mese Reklame für die Bild-Zeitung. Jetzt, wo große Teile der deutschen Popmusik in Regression oder zu mehr oder weniger offen rechten Positionen abgedriftet sind, wäre es ja eine gute Gelegenheit für die Linkspartei, ihren Ende der 1920er Jahre beendeten Pakt mit der Moderne zu erneuern. Stattdessen begeistert sich Gregor Gysi, die Talkshow-Bühne der Linken, Zitat, ich muss Ihnen mal was sagen, zu Deutschland, für den neuen, ganz und gar nicht entspannten Fußballnationalismus und seine Gesänge. Als Sozialdemokrat hat man bekanntlich nur vor einem Angst, als vaterlandsloser Geselle dazustehen. Die andere Talkshow-Mitglied dieser Partei, Sarah Wagenknecht, schwärmt für Ludwig Erhard, den Vater der D-Mark, die sich Chauvinisten heute als Schutzwall gegen die ihrer Meinung nach faulen Südländer zurückwünschen. Genau wegen Erhards als formierte Gesellschaft, modernisierte Volksgemeinschaft begehrte der Rock'n'Roll aber einmal auf. Wie es mit dem Verhältnis der Linkspartei zur Musik im Allgemeinen und zum Rock'n'Roll im Besonderen steht, kann man alle Jahre wieder in Berlin beim Festival Musik und Politik bewundern. Dort
sitzt eine Seniorenrunde, die sich wehmütig an die Zeiten des Oktoberclubs erinnert, als man die Macht hatte, jeden das Fürchten zu lehren, der bei der musikgewordenen Gesinnungsprüfung sag mir, wo du stehst, die falschen Antworten gab. 2008 konnte man sich auf einer der Sozialismus im 21. Jahrhundert betitelten Podiumsdiskussion neben allerlei verschwörungsgläubigem Geraune über gewisse Kreise an der Ostküste, nämlich der USA, sagen lassen, dass dieser Sozialismus, also der des 21. Jahrhunderts, vor allem national sein müsse. Diese Zukunft malte der damalige junge Weltautor Jürgen Elsässer aus. Der ist inzwischen ganz weit nach rechts gerückt, aber mit Friedensflottillenfahrern wie Norman Pech und Inge Höge hat die Linkspartei noch genug fragwürdiges Personal. Musikalisch hielt man es bei Teilen der Linke schon immer mit nationalen Befreiungsbewegungen, um mit gutem Gewissen zur richtigen Gesinnung zu schunkeln, auch wenn da oft nur das in Deutschland allzu bekannte Lied vom ethnisch reinen Staat gesungen wird. Kein Wunder also, dass bei diesem Festival auch die Radioquote für deutsche Musik herbeigewünscht wurde. Das freute besonders Dieter Dehm, alias Larry, alias IMDB, Musikproduzent und MDB der Linkspartei. Links ist der nur, wenn die Hauptaufgabe linker Politik im Schutz der deutschen Musikindustrie vor der ausländischen Konkurrenz liegt. Ups, da war ich ja fast mit. Links ist das nur, wenn man die Hauptaufgabe linker Politik im Schutz der deutschen Musikindustrie vor der ausländischen Konkurrenz sieht. Leider haben Linkspartei und Popmusik etwas gemeinsam. Beiden ist die Utopie abhanden gekommen. Schools Out Forever sang Alice Cooper. Heute ist die Popkultur so etwas wie die neue Schule der Nation, weswegen die bisherige Schule der Nation die Wehrpflicht abgeschafft werden konnte. Nirgendwo lernt man die Grundfertigkeiten für das Überleben im aktuellen Kapitalismus so gut wie durch die Gründung eines Musikprojekts, einer Band. Selbstmotivation und Selbstausbeutung in prekären Verhältnissen werden, ursprünglich aus bohemistischen Lebensentwürfen kommen, zum Modell für alle. Wer im Internet nach dem Text von Anarchy in the UK sucht, bekommt den Song zugleich als Klingelton angeboten. Popmusik hört man heute als Zwangsbeschallung im Supermarkt. Rebellion, man ärgert sich nur über die langsame Kassiererin und überlegt, ob das Geld noch reicht. Oder man panzert sich gegen die Realität mit dem Programm aus dem MP3-Player, dem akustischen Schutzwall für die gesellschaftliche Monade, für den Einzigen und seinen Ich-Pod.